Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ich starte jetzt um 0 Uhr ein YouTube-Video. Ja, und wieso? Und zwar, weil ich einen mega XXXL langen Text bekommen habe auf YouTube, also in den Kommentaren. Selbstverständlich löscht die Person den auch. Also ich will jetzt niemanden angreifen oder so, das ist jetzt einfach nur, um es aufzuklären, dass ich, ja genau, ihr wisst ja noch gar nicht, worum es geht. Ja, tut mir leid, ich bin noch immer hin und weg. Dieser Text war echt lange. Jedenfalls, ja, ich wollte was aufklären, und zwar, weil ich ja Get Ready With Me gedreht habe und es dann hochgeladen habe auf YouTube. Ja, da habe ich halt Markenprodukte erwähnt. Und das... Mein WG-Bewohner. Jedenfalls habe ich Markenprodukte erwähnt. Und das war auch voll unabsichtlich. Und ich habe auch teilweise keine Markenprodukte erwähnt. Weil, also halt auf eine Sache bestimmt. Okay, ich fange jetzt einfach mal an, bevor ich um heißen Brei rede. Und zwar, ich habe mir die Zähne geputzt. Ja, Zähne putzen, das ist doch voll normal, oder? Und zwar mit einer elektrischen Zahnbürste. Ja, das hier ist, ich bekomme dafür kein Geld, ne? Also, ich werde nicht bezahlt dafür. Das ist einfach nur, ich drehe ein Video, das war's. Ich bekomme dafür null Geld. Und das auch mit Get Ready With Me. Ich habe null Geld dafür bekommen. Ich habe es einfach nur gedreht. Weil mich das Video einfach angesprochen hat. Und ich dachte mir nur so, ja, okay, drehe ein Video darüber. Es haben auch schon andere YouTuber gedreht und ja, ich habe das dann auch so gemacht und ja, genau, ungefähr so ähnlich halt. Vielleicht nicht so cool, aber ja, so, ja. Jedenfalls habe ich eine Zahnbürste, eine elektrische Zahnbürste und die ist aber nicht von Oral-B oder wie die Marke auch heißt. Das ist einfach eine stinknormale DM-Zahnbürste, die hat ungefähr 10 Euro gekostet. Die hat 10 Euro gekostet. Das ist einfach eine billige elektrische Zahnbürste. Keine Marke. Das ist die Eigenmarke. Ja, ich will jetzt hier nicht... Also ich sag jetzt mal, das ist Werbung, ja. Nicht, dass ich hier... vielleicht muss ich auch Werbung einblenden. Also nicht wundern, wenn ich hier Werbung einblende. Ich blende jetzt mal lieber ein, so zur Sicherheit. Aber das ist keine Werbung. Also das ist jetzt in dem Fall jetzt schon Werbung, aber ihr wisst, was ich meine, oder? Also, ja. Okay, und zwar... Also ich bekomme dafür kein Geld. Das ist einfach ein Stück nur meine Zahnbürste. Und diese Person, die hat sich so darüber aufgeregt, so, dass ich... Oh mein Gott. Ich würde es am besten einblenden, aber ich habe keine Ahnung, wie das geht. Deswegen, sorry. Ich erzähle das jetzt so von meiner... So wie ich es gelesen habe. Halt, die hat sich darüber aufgeregt mit den Markenprodukten, dass ich jetzt so werde wie... Weiß Gott was. Und das ist wirklich nicht so. Ich bin ein fröhlicher, verrückter Mensch. Und ich habe gar nicht so viele Markensachen. Gar nicht. Das ist eine DM-Zahnbürste. So, da war ich jetzt stehen geblieben. Ich tue sie jetzt weg. Dann habe ich eine stinknormale DM-Gesichtsreinigungsbürste. Ja, die hat ungefähr 2 Euro gekostet. Und ich benutze, das ist jetzt eine Marke. Ja, yeah. Garnier. Wie gesagt, ich blende hier Werbung ein, nur zur Sicherheit für mich halt. Ist es aber jetzt in dem Fall, ich bekomme kein Geld her. Nochmal zur Sicherheit, okay. Habe ich jetzt zum 10 Mal, 1000 Mal erklärt, tut mir leid. Das benutze ich einfach, weil es gut ist, weil ich damit zufrieden bin. So, ich bin mit dem Produkt zufrieden. Genau. Deswegen benutze ich das und das war unabsichtlich, dass ich das vielleicht erwähnt habe und dass diese Person sich einfach angegriffen gefühlt hat und es tut mir leid. Ja, es tut mir wirklich leid. Echt, das war unabsichtlich. Also, es war nicht mit Absicht, dass ich diese Produkte da reingemacht habe in diesem Video. Ja, und dann habe ich noch meine Schminke ja gezeigt. Dieser Pinsel ist übrigens neu, auch vom DM. Hat ungefähr 3 Euro gekostet vielleicht. So, jetzt kommen wir zu P2. Das ist ja auch eine Eigenmarke eigentlich, ja. Von DM.
Kostet auch nicht so viel, aber jetzt dieser Mascara hier, der ist von Dior. Und Dior ist echt eigentlich eine teure Marke. Ja. So. Habe ich den mir selber gekauft? Nein, habe ich nicht. Den habe ich von meiner besten, also von meinen besten Freundinnen, von einer Mama, also von deren Mama, geschenkt bekommen zum Abschied, weil ich nach Berlin gezogen bin. Und es war mega nett, generell von der ganzen Familie, dass sie mir überhaupt was schenkt. Und dass sie an mich denkt und so. Und das habe ich geschenkt bekommen, so gesagt. Also das habe ich geschenkt bekommen, nicht so gesagt, das habe ich geschenkt bekommen. Jetzt bin ich schon ganz verwirrt. Ja, den habe ich geschenkt bekommen. Das war so mega lieb. Weil sowas könnte ich mir niemals leisten. Sowas würde ich mir niemals so selber kaufen. Weil für mich ist es halt zu teuer. Ich mache eine Ausbildung als Sozialassistentin und ja, das kann ich mir gar nicht leisten. Ja, und ich bin damit so zufrieden, ich schätze das so sehr, dass, und ich erwarte sowas auch gar nicht von meinen besten Freundinnen, dass sie mir sowas Tolles, aber sowas Teures halt auch schenkt. Ich bin so dankbar dafür, deswegen sind sie auch meine besten Freundinnen, weil ich habe so viel gelernt von ihnen und oh Gott, das ist jetzt so traurig. Jedenfalls. Das ist einfach so. Ich weiß nicht. Ich habe mich wieder beruhigt, alles gut. Entschuldigung. Ja, ich habe eigentlich, also jetzt, weil ich jetzt von meinen Freundinnen geredet habe, von meinen besten Freundinnen, die mich immer unterstützt haben. Bei jeder Scheiße. Ich konnte den. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt auf meine beste Freundin komme. Ich kann den zwei alles anvertrauen. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich sie überhaupt kennengelernt habe. Ja, das wollte ich nur sagen. Genau. Und das habe ich halt nur geschenkt bekommen. Genau. Und die anderen Sachen, ihr wisst, das war jetzt alles nur das war alles nur unabsichtlich. Es ist ins Video gekommen, das war nicht absichtlich, dass ich diese Marken eingeblendet habe. Und es tut mir leid, wenn sich jemand angegriffen gefühlt hat. Ja, sorry, echt tut mir leid. Ich hoffe, alles gut jetzt so. Und ich hoffe, ihr mögt meine Videos, die ich trotz all dem hochlade. Und ihr könnt mir gerne unten in die Kommentare schreiben, welche Videos ich noch halt drehen soll und dann hochladen soll. Ja, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Würde mich voll freuen. Ja. Wenn ihr jetzt das Video trotz all dem gefallen hat oder auch nicht, ja, keine Ahnung, dann lasst mir einfach eine Bewertung da. Oder auch nicht, ist mir egal. Macht, was ihr wollt. Ja. Aber danke fürs Zuhören und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss.